Moin und willkommen, mein Name ist Danny Golpi und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt, und zwar Super Smash Bros. Ultimate. Ja, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Nintendo Switch und ich habe geduldig auf dieses Spiel gewartet, damit ich es Let's Playen kann. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich habe noch ein anderes Spiel, Octopath Traveler. Das sind die einzigen Spiele, die ich bisher besitze, und ja, Octopath Traveler habe ich auch ein bisschen aufgenommen, allerdings werde ich nichts davon auf diesen Kanal hochladen, weil, und wartet, jetzt kommt's, ich habe einen Zweitkanal, wo ich englische Spiele englisch kommentiere, auch Let's Plays halt, ne, halt nur auf Englisch, und auf diesen Kanal werde ich Octopath Traveler hochladen, und ja, der Kanal heißt Daniro Plays und hat noch nicht sehr viele Views und so, aber das war ja zu erwarten. Also falls euch da interessiert, könnt ihr halt angucken, aber darum geht es jetzt überhaupt nicht. Hier geht es nämlich um Super Smash Bros. Ja, wir haben den 7.12., also der Tag, in dem das Spiel gerade rausgekommen ist. Ich habe mir die Switch mit der Version dieses Spiels hier geholt. Also das war mit der Switch dabei als Download-Code. Und ich müsste jetzt eigentlich in der Lage sein, das Spiel zu spielen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gestartet oder ausprobiert oder sonst irgendwas gemacht, weil ich extra warten wollte für das Let's Play. Und meinen Ersteindruck hier auch noch direkt reinpacken kann. Und ja, ich würde dann sagen, wir gehen mal direkt rein. Die Konsole stellt eine Verbindung zum Internet her, um zu prüfen, ob diese Software verwendet werden kann. Ja. Sollte ja eigentlich jetzt möglich sein, ne? Jo. Rainer. Ja, für den M-Master habe ich auch ein Profil hier angelegt. Ja, wahrscheinlich die einzige Person wird, mit der ich noch auf dieser Konsole spielen werde. Ja, lass mal sehen. Ich hoffe, der Sound und so alles wird alles in Ordnung sein. Aber es läuft immer was im ersten Part schief, also wundert euch nicht, wenn es nicht so ist. Sag ich mal unser Intro. Sehen wir mal, welche Charaktere hier alle vorkommen, ne? Na, sehr gut. Inkling. Die freue ich mich schon. Snake, klaut doch. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwie was hier. Ja, natürlich. Ich denke gerade nach. Habe ich was auf diesem Kanal hier hochgeladen? Super Smash Bros. Mäßig. Und ja, habe ich. Und zwar ein paar Online-Kämpfe. Aber mehr eigentlich nicht. Und ja, man sieht ja, glaube ich, eine kleine Preview zu dem Story-Modus des Spiels. Und darauf bin ich schon gespannt. Warum aber gut sein wird, aber so gut wird wie der von Super Smash Bros. Brawl. Aber auch selbst wenn das nicht so ist, Hauptsache Story-Modus, ne? Bayonetta, Chrome, Ridley, haben so viele Leute gewollt, Ken. Inkling. Ich hab den Falken. Oh. Freue mich so richtig. Wir werden ja eigentlich schon für Leute, die jetzt. War es gerade ein Rattalos vom Monster Hunter? What? Okay. Das ist mir jetzt auch neu. Was ich sagen wollte, man wird ja ganz schön gespoilert für die Leute, die jetzt nicht irgendwie jeden Trailer oder so angeguckt haben von diesem Spiel. Also weiß ich nicht. Keine Ansage. Oh. So, wir können nur noch Version aktualisiert werden. Alles klar. Frühkauf des Händel ab für. Mein Gott, Frühkäufer der Handelversion müssen zum Download der Perianerpflanze als Kämpferin veröffentlicht, geplant für Juri. Ja, habe ich sogar schon runtergeladen, aber ich kann sie halt noch nicht benutzen, weil sie noch nicht raus ist. Ne? Also, wir kriegen ja schon zum ersten Mal gestartet. Oh, und ihr wart alle live dabei. Und ich habe CBSiana bekommen. Alles klar, cool. Ja, ich will mehr oder weniger alles hier
was ich in diesem Spiel erlebe, ein bisschen dokumentieren, alles Neue, was ich hier bekomme und so. Und ja, ich will, dass hier jeder dabei ist. Und ja, das ist jetzt eigentlich das, was wir jetzt gerade alles gesehen haben. So, was wollen wir denn jetzt erst machen? Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, welche Kämpfer schon irgendwie zur Verfügung stehen, ne? Ahnung, hier. Lass mal sehen, wer ist denn schon alles zur Verfügung? Das sind die, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das sind die, finde ich sehr gut. Wenn es, also wenn es eins gibt, was ich in Kampfspielen hasse, also wie in Tekken oder Dead or Alive, dann ist es, dass man von Anfang an jeden Charakter zur Verfügung gestellt bekommt. Und ich weiß, einige Leute gehen direkt schon in Online-Kämpfe, nachdem sie sich das Spiel geholt haben, um sich mit anderen zu messen. Und ja, deswegen macht das mehr Sinn. Aber jetzt kommt Super Smash Bros. Und man hat nur 8 Hauptcharaktere zu Beginn. Und das sind die Charaktere, die man in Super Smash Bros. Für die Nintendo 64 hatte. Also das waren die allerersten Kämpfer, die je in Super Smash Bros. Drin waren. Die originalen 8. Und ja, finde ich gut, dass von den, weiß ich nicht, 70 Kämpfern, die wir mittlerweile haben, irgendwie 90% von denen freigeschaltet werden müssen. Das ist irgendwie das, was mir am meisten Spaß macht. Weil einige Charaktere, die tut man ja irgendwie, weiß ich nicht, indem man bestimmte Modi spielt, freischalten. Und einige Charaktere spielt man halt frei, indem man random irgendwelche Sachen macht, ne? Also, ja, ist sehr gut. So, meine Frage ist jetzt, wo ist dieser Story-Modus, von dem ich gehört habe? Ich bin ganz zurückgegangen. Weitere Modi, klassisch, Multi-Smash. Bin ich jetzt ja ganz blöd oder was? Meilensteine, lass mal sehen, wie viele. Oh, cool. Und 24, okay, und 3 Hammer habe ich anscheinend schon. Ach ja, anscheinend gibt es diesen Story Modus gar nicht. Doch hier, hallo, rette Kämpfer und Geister in einer verlorenen Welt. Ich wollte schon sagen, so, das ist der Story Modus mehr oder weniger, und auf den konzentrieren wir uns mal, ne? Vielleicht werde ich hin und wieder mal ein paar andere Sachen machen, aber ich bin jetzt erstmal interessiert an dem Modus hier. Also machen wir mal. So, was war Spaß? Ultimate Stern der irrenden Lichter. Drücke einen Knopf. Alles klar. Ja. Ich bin jetzt nicht der allerbeste Kämpfer von Super Smash Bros. Ja, ich bin auch ein Kämpfer. Ich bin ein Kämpfer. Ich bin ein spielbarer Charakter. Ja. Ich bin jetzt nicht ein absoluter Experte in dem Spiel, aber ich habe Brawl, den vierten Teil, also Wii U, 3DS und ja, jetzt den Teil hier gespielt. Und ich habe hin und wieder damals Nintendo 64 und Melee gespielt. Also so ein bisschen kenne ich mich aus und ich mag es halt schwer, also spielen wir auf schwer. Ich werde sowas von Probleme bekommen. Aber egal. Ich will ja nicht meine Skills oder so. Ich will nicht mit meinen Skills angeben, ich will einfach nur ein schweres Spiel haben. Und ja, da sehen wir die Story, das hat man auch in den Trailer gesehen. Und ja, ganz viele Meisterhände. Und Marv spricht Englisch, geil. Und ich finde Zeldas Design richtig gut in diesem Spiel. Ah ja, drückt, sieht direkt, oh nee, das ist nicht gut. Und von der Macht des Lichtes verschlungen, also nicht Dunkelheit oder so, nee, Licht. Licht ist böse. Und ja, da bringt auch nichts Zelda Schild oder Sonics Geschwindigkeit. Ja, kommt noch nicht mal in sein Auto rein.
Farbe bringt auch nichts. Falco, tschüss. Ja, nicht mal eine Göttin wird verschont. Snake in seiner Kiste. Wie für Trainer macht einem Alter. Und das Kirby. What? Alles klar, ja. Okay, Game Over. Das gesamte Universum ist mal Galaxie ist jetzt mal ausgelöscht worden. Also sieht nicht so gut aus. Und ja, ich lese den Text, der da unten kommt. Und ja, Kirby hat es natürlich geschafft zu überleben. Ich glaube, Kirby ist irgendwie der Lieblingscharakter vom Macher dieses Spiels, ne? Weil ich habe so ein Gefühl, Kirby bekommt immer irgendwie eine Extrawurst in den Smash Bros. Spielen. In dem Brawl-Abenteuer-Modus hat er auch irgendwie eine sehr prominente Rolle gehabt. Also, weiß er nicht. Stern der irrenden Lichter. Alles ist klar. Wollen wir mal sehen. Da ist dieser eine Klempner, den wir alle kennen. Ich glaube, sehr viel mehr hat man vom Story-Modus auch noch gar nicht gesehen, so anhand von Trailern. Also ab bis zu diesem Punkt kam, glaube ich, alles im Trailer vor und mehr weiß man jetzt auch nicht. Na, Kirby, ne? Wer soll die besiegten Kämpfer retten? Ja, Kirby. Ja, wir müssen gegen all die da kämpfen, ne? Hast du ein Herz und wage den ersten Schritt. Gut. Kirby, rette die Galaxie. Alles klar. So, ganze Karte, ja, das ist groß. Neigen. Alles klar, Gruppe, Kämpfer, ja, Kirby, ne? Wen nehme ich? Müsste mir mal irgendwie einen Namen ja erstellen, ne? Machen wir mal ganz schnell. Wie tue ich groß schreiben, hallo? Ah, machen wir hier noch. Machen wir hier noch ganz schnell. Perfekt. Irgendwie ist ein bisschen was vom Bildschirm irgendwie gerade weg. So am unteren Rand, aber in der Aufnahme sollte eigentlich alles drauf sein. Okay, kann ich irgendwie Steuerung? Ach, ich kann Schwierigkeitsgrad umstellen, wenn ich will. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe, glaube ich, immer so ein bisschen umgeändert. So, damit steuere ich mit dem Joy-Con Pro Hand. Das ist einfach nur so ein Ding, wo du irgendwie diese beiden Controller reingleiten lassen kannst, also die beiden Dinger. Und
sieht das Ding aus, mit dem ich spiele. Sprung, Angriff, Spezial, Schild, Greifen. Will ich dazu haben? Ich glaube, ich will Greifen hier haben. Und Schild hier. Und das gleiche hier. Mehr schon Spott, alles klar. Gut, okay, los geht's. Was wie ein Spiel, der ursprüngliche Kirby, wie man, alles klar. So, ich will den ersten Speicher mal. Warum nicht? So, mein erster Kampf, los. Mein erster Kampf überhaupt in diesem Spiel. Ich war zwar auf der Gamescom, aber wir haben uns da nicht hingestellt. Also ich und der Vegas haben uns nicht dahingestellt, um irgendwie Spiele zu zocken. Wir haben einfach nur Merchandise da geholt. Und da hatte ich auch keine Zeit, das Spiel zu spielen. Also es wollte ich erstmal gleich spiele. Okay, als Kyra, Essenz des Lichts, die Körper aller Wesen raubte, wurden diese zu Geister. Nun sind sie gezwungen, als falsche Kämpfer gegen dich anzutreten. Die falschen Kämpfer, in denen die Geister eingesperrt sind, heißen Dupli-Kämpfer. Ja, Kampf gegen sie ist eine Chance für dich, einen Geist zu befreien. Ist das dann von Street Fighter? Ein Primärgeist verstärkt deinen Angriff und deine Abwehr. Du musst dir zuerst einen Primärgeist anlegen. Alles klar. Habe ich sowas? Noch der Typ. Ja, gerne. Ich habe keine Subgeister. Los, komm. Gegen wen kämpfe ich überhaupt? Mario. Metallverwandlung für Gegner. Hi. Au. Gib mir mal. Boom. Was ist das? Ja, ich krieg schon ordentlich auf der Fresse. Ja. Ja, gib mir das. Ich hoffe, meine AP-Sachen und so, meine AP bleiben nicht bestehen. Wobei ich dauere. Geil. Okay, was haben wir? Die Labo Wurm. Das ist ein Subgeist, den kann ich jetzt ausrüsten, ne? Alter. Ich habe gerade 15 Level bekommen. Geil. Prima. Geister, die du rettest, schließen dich ja an. Jeder Geist ist besonders und vielleicht der Kräfte und Gaben, die dir im Kampf helfen werden. Subgeister sind Geister, die du in Verbindung mit einem Primärgeist einsetzen kann. Die meisten Primärgeister haben ein oder mehrere Plätze bei einem Subgeister. Jeder Subgeister hat eine besondere Gabe, die dir helfen kann. Schau dir gut an, was deine Subgeister so können und wähle die passenden Geister für deine Kämpfe. Alles klar. Machen wir jetzt so ein Kratzen im Hals, also jetzt nicht wahr. So. Frage ist jetzt, wurde ich geheilt oder nicht? Evoli! Ich kann ja immer. Naja. Boah, ich habe gerade so ein nervtötendes Kratzen in meinen. Also ist jetzt nicht wahr. Es scheinen nur bestimmte Pokémon aus Pokébällen. Der Gegner hat im Kampf irgendwas. Verstärkung. Oh, geil. Oh, hey. Ah, das ist ein Evoli. Hilfe. Ich glaube, hier krieg ich schon auf der Fresse. Ah, okay. Der war ja. Oh, ich bin nicht so gut mit Kirby. Aua. Welcher ist denn jetzt nochmal der normale, gegen den ich kämpfen muss? Was ist das?
Wo ist das? Was ist das? Boom. Alles klar. Nach meine Subgeister tun nicht hochleveln. Wir kriegen auf ein Zeug Snacks Mini und also, ich weiß nicht, was das ist, aber egal. Erst mal ein Kampf und ich krieg schon irgendwie Probleme, habe ich so ein Gefühl. Bumluff. Habe ich nicht ein Evoli bekommen? Wir wollten. Ah, okay. Armangriffe plus. Alles klar. Machen wir Evoli. Ich hoffe, ich krieg bald einen neuen Kämpfer. Mir vollkommen egal, welchen mit. Oh. Nein. Was hat denn? Ja, ich kann ja meinen. Oh geil. Los, komm her, tritt da rein. Nein. Irgendwie ist Pummeluff sehr. Verdammt. Irgendwie ist Pummeluff sehr passiv. Habe ich überhaupt bisher angegriffen? Dieser eine Angriff ist neu, oder? Alter. Alter, kommst du mal runter? Ah, jetzt. Ich. Oh, verdammt. Au. Hähnchen, glaube ich. Alter, was zum? Der hat nur Dings gemacht, ey. Mir auf den Arm nehmen? Er hat nur in hier Erholung eingesetzt irgendwie. Was ist das denn? Oh, warte, frisst das? Der macht das jetzt die ganze Zeit, ne? Mal her. Es kann nur einen runden pinken Typ mir geben. Auch. Ey, der macht echt nur das. Ja, auf den Arm nehmen. Ja, ich habe gar nicht mehr. Aua. Nee, du machst ja nichts anderes, also was das? Oh, gibt's doch nicht. Er macht nur eine einzige Art von Angriff und kriegt mich sogar noch damit. Ja, mein Evoli, der wird auf. Oh. Morgenröte. Also mal Verteidigung, ich muss auch ein bisschen reinkommen. Hallo. Ewigkeiten, ja, ich das Spiel gespielt habe. Also Smash Bros. Mario, hast du irgendwie ein spezielles Zeichen? Kriegen wir Mario? Würde gerne was in die Vorlage für alle Dupli-Kämpfer. Solltest du einen finden, am Vordringen zum Kampf heraus. Bist du siegreich, schließt sich der Kämpfer dir an. So, ich habe jetzt einen neuen Sub-Dingen bekommen, glaube ich. Ja, damit. Was sehe ich denn hier, was der kann? Ich dachte, der bringt es mir schon eher. Ne? Armangriffe. Mario. Gewinne den Kampf und befreie den Kämpfer. Nicht leichter als das. Was ist das? Das Final Destination, ne? Was ist das?
Ja, ich lerne halt besser. Das war nicht sehr viel besser, aber Hauptsache besser, ne? Ah. Mir klappt dieser Angriff nie. Ich plane sowieso nicht Kirby zu spielen, also gib mir das. Was ist das? Was ist das? Ist das? Ja gut. Oh Gott. Auf damit. Oh, sehr gut. Oh, ich den mit dem Stab abgeworfen und besiegt. Mario kämpft nun mit. Also ja, Mario spiele ich viel lieber als Kirby. Das Spiel wird noch sehr schwer, ne? Um einen Kämpfer zu wechseln, öffne das Menü und wähle die Option Gruppe. Okay, ist ja gut. Aber ich würde sagen, das war's dann für diesen Part, ne? Wir sind halbwegs weitergekommen, ne? Da war von der Karte bisher alles klar. Das ist noch eine Menge zu erkunden. Wir haben Mario, also das ist doch auch was, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Hoffe, das Projekt kommt halbwegs gut an, dass sich wenigstens einige Leute sich das Projekt angucken werden, im Gegensatz zu meinen anderen Projekten. Und ja, freue mich auf Kommentare, Likes, Subscribes und ja, wir sehen uns im nächsten Part.